Hallöle, da sind wir wieder heute mit einer neuen Folge von Terra Thiel. Ihr glaubt es ja nicht, aber es ist stürmisch. Sieht ja hübsch aus heute. Das Wetter ist toll, aber es ist stürmisch. So, und jetzt gehen wir mal rum, mal suchen wir mal den Kleinen. Wir sind wieder in Schleswig, ja. Ne, vorm Schloss, wie immer. Ist das geil. Ich liebe dieses Wetter. Es ist jetzt abends so 18 Uhr. Wir sitzen hier im Schlosspark von Schloss Gotthorf. Und es ist stürmisch, jo, was Annika schon gesagt hat. Aber das ist doch egal. Ihr wisst ja, im Norden ist es so, Sturm ist, wenn die Schafe keine Locken mehr haben. Und ihr seht, die Frisur sitzt, das ist das Wichtigste. Und das Zweitwichtigste ist, wir haben warmen Kaffee dabei. Ja, nee. Doch. Und auch noch ein bisschen was zu naschen. Jetzt wird es kompliziert. Hier, ja. Ja, guck mal hier, schön lecker. Ja, hier. Weil das ist kühl geworden, Mensch. Also ich hoffe, falls Windgeräusche sind, dreht einfach ein bisschen lauter. Das nützt nichts. Da müssen wir jetzt durch. So. Und dann zusätzlich zum Kaffee. Weil ich habe auch hier E-Mails zum Vorlesen, alles Papier. Jetzt muss ich gucken, ich brauche irgendwie, wie heißt diese indische Göttin mit den vielen, vielen Armen? Ja, genau. Mhm. Ich kenne die immer als chinesische Wandern. Egal, ich bräuchte eigentlich noch ein paar Wo stelle ich Hände. Mir dich gerade als chinesische oder indische Göttin? Ah. Super. Ah, das sind Windböen. Ne? Wenn das hier so rauscht, dann ist das... Meine Sorge ist ja, ich habe extra noch Pflaumenkuchen mitgebracht. Was passiert, wenn der Pflaumenkuchen im Sturm untergeht? Guck mal hier. So, in der praktischen Tupperware. Einmal zeigen. Guck mal hier. So. Oh, lecker. Für Annika ein Stückchen. Und das ist ja praktisch hier so ein bisschen so wie Camping. Das heißt, es wird improvisiert. Ich esse ein Stückchen vom Deckel. Also auf dem Deckel. So. Und schon geht die... Ab und zu wirft er mal wieder was. Ab und zu werfe ich dann so die Gabel im Sheet. Aber ist so. Was ich ja lustig finde, ist ja, wir haben wirklich die Tradition... Ja. Der Tonprobleme aufrechterhalten. Wenn wir es nicht selber fabrizieren, dann ist es der Wind. Komm, aber nicht lang schnacken. Erstmal, ich muss einmal kurz, bevor ich jetzt hier ganz intellektuell und psychologisch werde, einmal den Pflaumenkuchen probieren. Nützt nichts. Wie sehe ich überhaupt aus, Annika? Ja, was soll ich dazu sagen? Lüg meinetwegen zu. Ich würde die Brille absetzen, dann hast du so ein bisschen Wind in deinem Haar. Mm. Ja. Oh, oh, wunderbar. Ja, du sollst aber jetzt ein bisschen was erzählen. Ja, oh. Und zwar geht es ja heute um ein Thema. Wir haben Zuschriften bekommen, wie immer vielen Dank für jede Zuschrift. Danke. Wir haben Zuschriften auch bekommen, das fanden wir richtig toll. Da geht es immer darum, was macht ein Psychologe eigentlich? Und beziehungsweise muss ich zu einer Therapie, wenn ja, welche? Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Psychotherapie und ein Besuch von einem Psychiater und wann muss ich dies und wann muss ich das tun? Jo. Und wir fanden das eigentlich interessant und haben gesagt, das ist klar, ne? Wer soll sich bitte durch diesen Dschungel durchfummeln? Ja. Fangen wir doch mal an, das ganz einfach zu erklären. So, also. Und da haben wir jetzt also heute unseren Superstar. Ja. Geh du nur weiter. Ich fühle dabei hier irgendwie so in diesem Sinn. Also tatsächlich, wenn du irgendwie halbwegs gute Bilder haben möchtest, dann nimm doch mal diesen Kaffeetorpedo da weg. Den Kaffeetorpedo, der hält hier. Ja, super, dann kann ich nämlich zack auch mal so zeigen. Ja, hier so. Hier, guck mal, zack, den wunderhübschen Kopf mit Wind in seinem Haar. Also ich habe zum Beispiel eine E-Mail, auch wieder anonym. Ich frage mal vor, ob ich die E-Mail vorlesen darf. Und die darf ich, wenn ich nicht den Namen nenne und nicht den Du. Und so, die fängt an und die fängt so wunderbar an, nämlich, lieber Herr Thiel, wohlwissend, dass Sie einer der erfolgreichsten und gefragtesten Psychologen in Deutschland sind. Leute, soll ich da Nein sagen? Nein. Überlegt immer genau, was ihr da schreibt. Ja. Ich muss damit leben. Und daher sehr wenig Zeit haben, klar, ich muss Pflaumenkuchen essen, das ist wichtig, möchte ich Sie um Hilfe bitten. Mhm. So, jetzt aber ernsthaft. Ja, und das ist alles ganz ernsthaft. Ja, und, aber weil wir so ein bisschen, und wir machen uns nie, nochmal dazu gesagt, wenn wir so ein bisschen rumprotzeln, wir machen uns nie über die Leute lustig nochmal. Nee. Ne? Also aber wirklich das nicht. Das gehört auch mit zur Arbeit dazu, dass man zwischendurch nicht nur immer in die Tiefe und alles ist traurig und schlimm, sondern auch mal so ein bisschen, auch für unsere Psychohygiene, ne, Annika? Damit ich denke, dass es das Spiegelbild des normalen Lebens ist.
In jeder Tragödie gibt es irgendwo so einen humoristischen, tragikomischen Moment. Und in jedem humorvollen Moment gibt es auch immer so ein bisschen Tragik. Ja. Das ist diese seltsame Mischung, die wir im Leben haben. Ja, genau. Und die Frau, das die hat es hier auch. So, entschuldige bitte. Nun, leg los. Und die Frau, die hier dann schrieb, die hat gesagt, also sie hat unmerklich gemerkt, dass sie langsam immer weniger funktionierte, dass sie plötzlich so soziale Ängste bekam, dass sie nicht mehr auf die Straße gehen konnte und dass sie eine Stelle, die sie bekommen hatte, schweren Herzens an den Nagel hängen musste. Und Psychologen, jetzt kommen wir zum Punkt, sagten in den Erstgesprächen, dass ich mich an die Klinik begeben sollte. Aus Angst, dort aber misshandelt zu werden, suchte ich weiter nach jemandem, der mich ambulant therapiert. Und dann heute, nach anderthalb Jahren Psychoanalyse und nach einem Jahr kognitiver Verhaltenstherapie, geht es mir ein bisschen besser, aber trotzdem, also es ist eben die Frage, sie sagt, ich kämpfe ständig noch weiter gegen meine Ängste an und es geht keinen Tag ins Land, wo ich nicht ohne spürbare Ängste zu tun habe. Und jetzt eben kurz auf die Frage, wie soll es weitergehen? Soll ich weiter in eine Therapie, soll ich weiter, und in welcher Form soll ich auch diese Therapie weitermachen? So, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht, damit ich die Anonymität aufrechterhalte. Aber da wird schon deutlich, die Frage, Psychoanalyse, kognitive Verhaltenstherapie, Therapie oder Nicht-Therapie, Klinik oder Nicht-Klinik, wie läuft das jetzt überhaupt? So. Und ich fange jetzt mal ganz simpel an, nämlich mit der Klärung der Frage, was ist jetzt überhaupt ein Psychiater? Was ist überhaupt ein Psychologe? Was ist überhaupt ein Psychotherapeut? Annika macht mir... Ja, nur ein bisschen davor. Ich will soll ich so ein bisschen davor? Ja, ja. Okay. Ich fange es mal ganz simpel an. Psychiater sind Ärzte. Übrigens Thomas Gottschalk, unser Freund und Arzt, den kennt ihr vielleicht aus den anderen Sendungen, der wird nachher nochmal, das haben wir schon aufgenommen, etwas sagen, was ist überhaupt jetzt Hausarzt, was ist Facharzt, wie unterscheidet man die Jungs? Und wie können die jetzt auch mit psychischen Erkrankungen umgehen? Wie können die rauswildern und? Also Psychiater sind Ärzte, die haben Medizin studiert und haben sich dann nachher wie ein Facharzt spezialisiert auf den Bereich Psychiatrie, vielleicht auch auf den Bereich Neurologie. Die gehen von der medizinischen Seite an psychische Erkrankungen heran. Das heißt, das sind die im Unterschied zu Psychologen, die zum Beispiel Medikamente verschreiben dürfen. Leute von euch, die vielleicht schon beim Psychiater waren, die wissen, die gehen auch sehr schnell auch mit Medikamenten gegen Erkrankungen vor. Ich selbst arbeite gerne mit Psychiatern zusammen, wenn die gut und sorgfältig sind. Bei manchen Erkrankungen, wie zum Beispiel Depression, da weiß man einfach, da ist was im Gehirn auch nicht in Ordnung, was diese sogenannten Neurotransmitter angeht. Und da gibt es Antidepressiva, die das wieder ins Lot bringen kann. Also, die Regel Nummer 1, Psychiater, Ärzte, kannst du hingehen? Ja, es gibt auch, und jetzt wird es schon wieder ein bisschen komplizierter, es gibt auch Psychiater mit psychotherapeutischer Zusatzausbildung. Das sind also praktisch auch Psychotherapeuten, ärztliche Psychotherapeuten. Die machen also beides. Die machen die medizinische Versorgung und die machen auch die psychotherapeutische Versorgung. So. Und du bist jetzt? Ich bin Psychologe mit einer psychotherapeutischen Zusatzausbildung. Und da kommen wir vielleicht jetzt auch nochmal dazu. Also Diplompsychologe oder heute haben Sie kein Diplom, heute haben Sie den Master oder Bachelor. Wir haben Psychologie studiert. Das ist erstmal ein wissenschaftliches Studium. Hat an sich noch gar nicht so viel mit Therapie zu tun. Und du kannst dann nach dem Studium kannst du dann eine sogenannte Zusatzausbildung machen, beziehungsweise du kannst es auch berufsbegleitend dann nachher machen. Das ist eine Zusatzausbildung, die dauert zwischen 3 und 5 Jahren, je nachdem. Und die kannst du in verschiedenen Psychotherapiebereichen machen. Zum Beispiel im Bereich der Verhaltenstherapie oder im Bereich auch der Psychoanalyse. Wenn du die dann durchlaufen hast und Prüfungen gemacht hast, dann kannst du dich approbierter Psychotherapeut nennen, kannst dich auch niederlassen und kannst dann auch direkt mit der Krankenkasse abrechnen. Das sind so die wesentlichen Unterschiede. Ne? Psychiater, Arzt, psychologischer Psychotherapeut oder Psychotherapeut. Der Begriff ist übrigens auch geschützt. Wir haben, ich glaube 1999 war das eine Psychotherapiereform gehabt, wo gesagt wurde, so vorher konnte sich jeder Psychotherapeut nennen, machen wir jetzt nicht mehr. Es darf sich jetzt nur noch Psychotherapeut nennen, der eben diese besagte Zusatzausbildung auch erfolgreich abgeschlossen hat. Mhm. So, jetzt ganz konkret, weil das ist auch relativ neu.
Wenn du jetzt sagst, ich habe ein Problem und möchte damit zum Psychotherapeuten, zum psychologischen Psychotherapeuten, dann musst du als erstes in eine sogenannte psychotherapeutische Sprechstunde gehen. Hat der Gesetzgeber jetzt so gesagt, Psychotherapeuten haben irgendwann Wartelisten und wer sich jetzt niedergelassen hat, der muss jetzt einmal in der Woche, mindestens einmal in der Woche, eine sogenannte Sprechstunde anbieten. Mhm. Da kannst du, nachdem du vorher einen Termin gehabt hast, kannst du hingehen mit deiner Krankenkassenkarte und der wird dann erstmal gucken, ist das überhaupt, was du hast, ein Problem für Psychotherapeuten? Also ist das angesagt, diese Psychotherapie? Und dann kann er auch weiter sagen, okay, ich habe einen Platz frei oder ein bisschen Wartezeit, du kannst zu mir kommen oder ich habe vielleicht auch Kollegen, zu denen du gehen kannst. Also ganz wichtig, neuerdings, der erste Schritt, bevor du eine Psychotherapie anfängst, ist ab in die psychotherapeutische Sprechstunde. Und dann, ja, dann kann es sein, dass du eben erst Wartezeiten hast. Und wenn du dann tatsächlich dann aufgenommen wirst, dann gibt es die sogenannten probatorischen Sitzungen. Das sind so zwischen 4 und 6 Sitzungen, je nachdem. Kinder und Jugendliche dürfen, glaube ich, bis zu 6 haben, Erwachsene so 3, 4. Da probierst du praktisch aus, ob du mit dem Psychotherapeuten klarkommst und er auch, ob er mit dir klarkommt. Weil das A und O für eine erfolgreiche Psychotherapie ist weniger die Methode als so das Verhältnis, was du zu demjenigen hast. Du probierst es dann aus und wenn ihr beide übereingekommen seid, jo, klappt, wir verstehen uns, die Chemie stimmt, die Bindung auch, die stimmt, dann stellt dieser Psychotherapeut stellt dann einen Antrag auf Psychotherapie bei der Krankenkasse. So und so viele Stunden werden dann genehmigt. Es kann auch sein, dass er sagt, du musst noch mal zum Arzt gehen, um zu checken, ob du noch körperliche Probleme hast. Und dann geht's ab die Post. Und dann, je nachdem, wie viel bewilligt worden sind, kannst du dann erstmal auf Krankenkassenkosten psychotherapeutische Sitzungen in Anspruch nehmen. Hm. Da wird dir aber von der Krankenkasse vorgegeben, wie viel das dann sind, ne? Werden vorgegeben, wie viel das dann sind. Und ich hoffe, ich verwehre euch jetzt nicht zu doll, aber es muss mal irgendwie so mal klargestellt werden. Es gibt von der Krankenkasse eigentlich 3 große Psychotherapie-Linien-Verfahren, die genehmigt, die anerkannt sind. Das ist einmal die Psychoanalyse, Sigmund Freud, wisst ihr, jo, mit der Couch und wo praktisch auch nach der Theorie von Sigmund Freud auch behandelt wird. Da geht's, die dauern in der Regel relativ lange, da musst du auch manchmal mehrere Sitzungen in der Woche hast du auch zum Teil. Dann gibt es die sogenannte tiefenpsychologische Psychotherapie, geht auch ein bisschen auf Freud zurück, aber da wird eher geguckt, gibt es irgendetwas in, zum Beispiel in deiner Vergangenheit, in deiner Kindheit, was auslösend war für deine Probleme, dann wird daran gearbeitet. Und dann die dritte große Schule, die ist ganz anders, das ist die sogenannte Verhaltenstherapie. Die geht davon aus, die Probleme, die du hast, hast du irgendwann mal gelernt und du kannst sie auch irgendwann verlernen. Da gibt es die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie, da geht es um deine Gedanken. Hast du zum Beispiel Katastrophengedanken? Sind die Ängste, die du hast, beruhen die auf vielleicht irrationalen Glaubenssätzen, so nennen wir die, dass du immer denkst, du musst perfekt sein, du musst toll sein und du musst so und so sein. Da wird an diesen Glaubenssätzen gearbeitet. Und das ist so eine Therapieform, die ganz viel mit Zwängen zum Beispiel auch arbeitet. Da gibt es dann auch Übungen, die du machst, da geht es auch sehr, sehr praktisch ran. So, Psychoanalyse, tiefenpsychologische Psychotherapie und Verhaltenstherapie. Alle anderen, es gibt ja unglaublich viele, es gibt noch die Gesprächspsychotherapie, die systemische Therapie, all das werden von den Krankenkassen nicht anerkannt, aber Psychotherapeuten so wie ich und andere, die auch darin ausgebildet sind, die lassen das in ihre Arbeit mit einfließen. Annika, also bin ich jetzt zu verwirrend? War das zu viel? Das ist oder richtig schön verwirrend, aber toll. Genauso ist es. Dazu würden dann ja auch so Sachen gehören wie, ich weiß nicht, Maltherapie oder Tanztherapie. Was ist damit? Das ist in der Regel Privatvergnügen. Das heißt, es gibt Menschen, die sind auch darin ausgebildet, ja. Aber wenn du sagst, auch zum Beispiel Paarberatung oder Familientherapien sind in der Regel nicht Krankenkassenleistungen. Das heißt, du kannst dann probieren, oder Kollegen, die sagen dann, gut, ich bin darin auch ausgebildet und ich sehe dein Problem auch vielleicht mit deiner Paarproblematik zusammen. Ich lade mal 1, 2, 3 Mal deine Partnerin oder deinen Partner mit ein, aber das wird nicht der Schwerpunkt sein. Also es gibt eben viele, wo du eben leider Gottes entweder selbst bezahlen musst oder, wie gesagt, Kollegen lassen das so mit einfließen.
Nun gibt es ja einige Psychologen, die... jetzt sind wir immer bei Psychotherapeuten. Mhm. Was ist der Unterschied denn zwischen Psychotherapeut und Psychologe? Warst du nochmal ab. Psychologe, also ein Diplompsychologe oder eben nachher Master, Bachelor, keine Ahnung, wie die sich dann nachher nennen. Also ich bin Diplompsychologe, ich habe schlicht und ergreifend Psychologie studiert und habe es mit einer Diplomarbeit abgeschlossen. Das ist also die Grundvoraussetzung. Das ist die Grundvoraussetzung. Alles und alles Weitere ist dann der Schmankerl dazu. Der Schmankerl, die Zusatzausbildung. Mhm. Es gibt im Bereich Kinder und Jugend gibt es auch Pädagogen, die sich auch auf Kinder- und Jugendpsychotherapie spezialisiert haben. Die brauchen dann kein abgeschlossenes Psychotherapiestudium. Nein, weil sie ja Soziologen sind oder Erzieher oder was ist. Aber auch nichts, ebenfalls kein abgeschlossenes Psychologiestudium. Aber die sind dann eben Sozialpädagogen oder Erzieher, die dürfen das machen. Mhm. Und dann gibt es auch, das habe ich auch, dann gibt es auch die Diplompsychologen, die aufgrund auch ihres Studieninhaltes, in Hamburg zum Beispiel haben wir sehr, sehr viel Psychotherapie schon während des Studiums gemacht, die haben eine Zulassung nach dem HPG, nach dem Heilpraktikergesetz. Mhm. Die dürfen, also ich darf, Psychotherapie ausüben im heilkundlichen Bereich nach dem HPG, nach dem Heilpraktikergesetz. So. Also auch möglich. Das ist so verwirrend. Ich glaube, das Beste ist einfach, wenn man die Unterscheidung kennt zwischen Psychiater und Psychologe bzw. Psychotherapeut. Einer ist Arzt, der andere nicht. Genau. So. Und manchmal ist auch... manchmal ist auch der Arzt auch gleichzeitig auch noch Psychotherapeut. Ja, das gibt's auch. Aber erstmal so, ne, so ganz grob. Und ich glaube, das Beste ist immer, bei demjenigen, also erstmal jemanden zu suchen. Wie macht man das jetzt? Ach ja, da sind wir bei dem Punkt. Wie macht man das jetzt? So. Auch da verschiedene Möglichkeiten. Einfachste, du sagst bei deiner Krankenkasse, rufst an. Haben Sie eine Liste von zugelassenen Psychotherapeuten, mit denen Sie zusammenarbeiten? Die können Sie dir rübergeben. Es gibt, indem ich organisiert bin, einen Berufsverband Deutscher Psychologen, BDP, könnt ihr ins Internet eingeben. Die haben einen Psychotherapie-Informationsdienst, PID. Da kannst du das ganz praktisch. Geht doch nichts ohne Abkürzung. Ja, es muss sein, es tut mir leid. Aber da gibt es, wenn du da mal raufgehst, da kannst du nach Postleitzahlen bei dir in der Nähe Kollegen suchen zu bestimmten Bereichen oder bestimmten Problemen, die dann auch mit der Krankenkasse in der Regel abrechnen können. Es gibt auch die Psychotherapeutenkammer, weil jetzt die Psychotherapeuten den Ärzten gleichgesetzt sind. Es gibt die Ärztekammer, es gibt auch die Psychotherapeutenkammer. Auch da kann man sich dann kundig machen, auch da anrufen, die helfen einem dann auch weiter. Ich persönlich, wenn man jemanden kennt, der vielleicht schon eine Psychotherapie macht bei einem Kollegen oder bei einer Kollegin und der oder die sagt, boah, die ist gut, da geh mal hin. Ich würde erstmal auf so Mund-zu-Mund-Propaganda auch hören, weil nochmal, fast noch wichtiger als die Psychotherapieform ist der Typ oder die Frau, die mit dir dann arbeitet. Also wenn die Chemie nicht stimmt, da kann der super ausgebildet sein und kann eine Koryphäe sein, der wird sich bei dir nichts bewegen. Wenn du aber das Gefühl hast, der versteht mich und wir verstehen uns wirklich und dem vertraue ich auch und der hilft mir auch weiter, dann sage ich mal, ist das 80% mindestens für eine erfolgreiche Psychotherapie. Mhm. Jo. Weißt du, dass es saukalt ist, nur mal so nebenbei? Ja, aber egal. Nur die Harten kommen in den Garten. Mhm. Annika, frag. Okay, mach ich. Ich habe ja in die Mails geguckt, also ich schieß mal los. So, bei den meisten ist das ja so, dass alles, was wir jetzt besprochen haben, hat ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, ist ja alles ein bisschen gemächlich. Ne? Wir wissen alles alle, ja, weil ist ja schön, ich höre den also, der Therapeut soll toll sein und dann rufe ich da an und er sagt, ja, ich habe den ersten Termin in, was weiß drei ich, viereinhalb Monaten oder drei Monate. Drei Monate ist ja die Durchschnittswartezeit, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle. Drei Monate ist natürlich Katastrophe, ne? Wenn du ein Problem hast. Ja, aber ich kenne auch Leute, die noch länger warten sollten. Also so. Aber das ist normal, ne? Also, was heißt normal? Also im Sinne, das ist üblich. Das ist so, gut ist das ja, nicht. Das sagen Untersuchungen und sowas. Oftmals wirst du so lange warten müssen. Und da ein Tipp. Und der ist jetzt nicht gemauschelt oder das ist auch nicht illegal, das ist sogar von einer Ärztekammer empfohlen worden. Setzt euch bei verschiedenen Psychotherapeuten, wenn ihr dann eine Therapie machen wollt, ruhig auf diese Warteliste.
Das ist, ihr nehmt damit keinen Menschen irgendwie einen Platz weg, aber es kann sein, dass dann eben der eine ein bisschen schneller einen Platz frei hat als der andere. Macht das ruhig, das ist vollkommen egal und ihr braucht kein schlechtes Gewissen zu haben. Und dann geht's los. Und dann ruft er hoffentlich dann irgendwann an und sagt so, es ist jetzt soweit, jetzt geht's los. Dann rufen alle drei gleich an. Auch schön. Aber wenn es euch so schlecht gehen sollte, dass ihr sagt, also ich 3 Monate halte ich nicht durch, das geht gar nicht. Es gibt immer die Möglichkeit, dass man in eine Klinik geht, wenn ihr in einer größeren oder in der Nähe einer größeren Stadt geht. Da gibt es immer eine Klinik, die auch eine Neurologie und Psychiatrie hat, wo es oftmals auch eine sozusagen für ein Erstgespräch oder für eine Krisenintervention auch eine Ambulanz gibt oder eine Tagesklinik gibt oder was auch immer. Nun scheuen dich ja die meisten Leute gleich in die Klinik und so kann weiter. Ich verstehen. Ja. Andere Möglichkeit ist natürlich, einen Psychologen anzurufen und zu sagen, ich bezahle die Sitzung selbst. Ja, das kann man machen. Weil natürlich um diese ganze Krankenkassengeschichte und so weiter, das ist ja eine richtige Maschinerie, die man anwirft. Wenn man jetzt aber schnell Hilfe braucht, einfach anrufen irgendwo und sagen, ich bezahle selbst. Das ist immer so eine Überlegung. Wenn ich mir wirklich selber wichtig bin, dann tue ich das einfach, weil ich möchte nicht 3 Monate warten. Und wenn ich das Geld habe, das ist natürlich so. Ja, natürlich, wenn ich das Geld habe. Aber du weißt selber, manchmal muss man mal überlegen, wie viel ist man sich selbst wert. Und habe ich dafür jetzt nicht doch noch Geld, bevor ich mir noch 2 CDs kaufe oder ich weiß nicht, noch ein Spiel oder irgendwie so. Also ich habe Menschen, wer wirklich kein Geld hat, das ist natürlich illusorisch. Das wissen wir beide, dass das absolut ungerecht ist. Aber so ist es. Wir reden ja nur darüber, wie es ist, ob wir das gut finden oder nicht. Also manche, die kommen auch zu mir und sagen, die gönnen sich das dann auch 2, 3, 4 Sitzungen vielleicht auch nur, um zu sagen, ich brauche jetzt mal einen Rat. Also es ist jetzt ganz konkret und da brauche ich, und die haben gehört, dass ich dann, ich bin auch relativ fix und schnell, und dann sagen sie, okay, also das würde ich gern. Und dann ist es so. Dann gönnt man sich das natürlich und so. Ja, und das ist es eben, das ist eben ohne viel Bürokratie und Anträge und so weiter. Das geht dann relativ fix. Und das ist eben so, wenn die Chemie stimmt, das meine ich, bevor man jetzt Geld für andere Dinge ausgibt, kann einem manchmal das Seelenheil auch gut sein. Ja. Ich denke ja immer, wenn ich Geld zum Beispiel fürs Fitnessstudio ausgebe, dann sorge ich dafür oder für Sport, dass mein Körper gesund ist. Manchmal kann man das ja auch mal mit seelischen Dingen tun, und wenn man es genauso sehen möchte. Und da kann ich natürlich mich entspannen oder ich besuche irgendwas, was in die Richtung geht. Ich kann mir auch ein psychologisches Gespräch einfach mal gönnen, so um 1, 2 Sitzungen zu haben, um bestimmte Dinge einfach mal anzusprechen. Wozu, man muss ja sagen, Lebenshilfe zum Beispiel wird ja auch nicht von der Krankenkasse bezahlt. Oder Kurzzeittherapie in dem Sinne, wie du sie machst, ja auch nicht. Das muss man immer wissen. Oder Paartherapie oder so, das hattest du ja schon. Du bist ja ausgebildet zusätzlich noch in Kurzzeittherapie. Ja, also es gibt wirklich Kurzzeittherapien, also das heißt dann, das beschränkt auf bestimmte Sitzungen, die werden zum Teil auch von den Kassen getragen, denn. Aber ich nenne das, also ich bin ausgebildet in systemischer Kurzzeittherapie. Einige kennen das, kennen vielleicht noch Paul Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein. Also einige sagt der Name, der lebt leider nicht mehr, aber bei dem habe ich damals auch in Amerika studiert. Und die haben eben diese Form der sogenannten systemischen Kurzzeittherapie entwickelt. Das heißt, so 10 Sitzungen haben die gesagt, das weiß ich noch, Watzlawick hat damals immer gesagt, wenn du nach 10 Sitzungen nicht einen erheblichen Fortschritt bei dem Patienten merkst, also dann bist dann wieder du Bewegung, nicht. Ne? Jo, dann bist dann wieder du als Therapeut nicht gut oder der Patient passt nicht zu dir. Also irgendwas muss wieder tun. Das ist so meine Richtung. Das heißt, in der Regel reichen 10 Sitzungen dicke aus, um Bewegung in ein Problem reinzubringen, in die positive Richtung zu gehen. Und dann sehe ich Menschen nur noch in längeren Abständen, bei Bedarf sozusagen. Was für die ganz gut ist und für mich auch, weil so mal unter uns ist, ich bin immer sehr neugierig, wenn Menschen kommen und das ist neu und das ist auch spannend. Wenn wir dann aber so das Problem dann irgendwann ansatzweise gelöst haben oder die Richtung vorgegeben haben, in wie es laufen soll, dann muss derjenige auch schon selbst tun und selbst machen und ich begleite ihn. Das heißt, ich werde versuchen, Menschen nicht von mir abhängig zu machen. Also ein Analytiker, Psychoanalytiker, der einen Menschen 1, 2 Mal die Woche sieht und das womöglich über Jahre hinweg, wäre nichts für mich. Also ich bin schon sehr erfolgsorientiert, wenn du so willst. Ja,
Aber das ist eben die unterschiedliche Herangehensweise. Ja, so ist es. Und da muss ja auch jeder das finden, was zu ihm passt. Ja, das ist. Das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwas jetzt nicht so gut findet, sondern man findet, du hast ja nur rausgefunden, was für dich als Arbeitshypothese am besten ist. Jo, genau. Ne? Aber nochmal, nicht entmutigen lassen. Du hast ein Recht auf Psychotherapie, hast du. Hast natürlich kein Recht, jetzt sofort eine zu bekommen, aber nochmal, wenn es dir saudreckig geht und du weißt nicht mehr weiter, dann scheue dich auch nicht, wirklich zu sagen, so, ich gehe jetzt vorübergehend zumindest in die Klinik, weil da bin ich sicher und auch da wird mir geholfen und die können manchmal von der Klinik aus dann auch eine Psychotherapie anleiern. Was also, hältst du davon, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, was hältst du davon, Seelsorge anzurufen und so weiter? Telefonseelsorge, ganz großes, da sagen zwar einige, ja, da ist immer besetzt, ja, die können auch nicht mehr als telefonieren, aber wenn es denn dringend ist, die haben auch eine Chatberatung, die haben auch eine E-Mail-Beratung, also die sind zwar keine Psychotherapeuten, haben aber ein Training in dem Bereich auch hinter sich. Also alles ist besser, mit Leuten zu schnacken, wenn es dir schlecht geht, als still im Kämmerlein zu hocken und dann vollkommen verzweifelt zu sein. Mhm. Und es gibt auch andere Stellen, von der Kirche meinetwegen oder sowas, die auch Paarberatung machen, Erziehungsberatung. Mhm. Letztendlich, ich sag's nochmal, wenn man da auf einen Menschen trifft, der einen gut bekommt, der in Ordnung ist, dann ist es sowas von egal, woher der kommt, was der macht. Es soll seriös sein, ja, die sollen schon vernünftig ausgebildet sein. Man darf auch fragen, also durchaus, in welche Richtung sind Sie ausgebildet, was haben Sie so gemacht, welche Erfahrungen haben Sie, weil es gibt auch viele Scharlatane, es gibt auch so, weiß ich nicht, Menschen, die, weiß ich, sehr, sehr halbseiten sind, finde ich, in dem Bereich und die muss man nicht auf den Leim gehen. Gut, das war's, glaube ich, erstmal. Ich bin durchgefroren. Es ist saukalt, aber irgendwie ist das auch schön. Also, ja, ist toll, ne? Es ist, irgendwie ist das, aber es wird Herbst. Kannst du da eigentlich so rüber? Ja, das mache ich jetzt mal. Also, wir verabschieden uns jetzt jedenfalls an dieser Stelle, weil jetzt kommt der Thorsten-Teil. Thorsten-Teil mit dem Arzt und ich, das ist mir ganz wichtig, ich werde im Abspann und wahrscheinlich auch auf unserer Homepage teratil.de werde ich euch ein paar Adressen und ein paar Telefonnummern schreiben, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr sagt, so, jetzt habe ich einen Schutz bekommen und jetzt will ich in Richtung Psychotherapie gehen. Also die Sachen, die ich euch genannt habe im Schnelldurchlauf, die kriegt ihr auch nochmal schriftlich. Service. Mehr geht nicht. Ach ja, ist das schön. Thorsten Gottschalk ist schon wieder da. Den werden wir nicht los. Ne? Der bleibt irgendwie immer backen. Aber das ist so. Das ist, und wir haben ihn ja auch lieb. So, das ist Michael, ja du hast mich wieder eingeladen. Ja, so. So war die Geschichte. Genau. Wir aber der er wird immer erpresst hier mit lecker trinken. Und aber ich freue mich Sachen. Immer. Ich freue mich auch immer. Aber sag mal, mein Lieber, ich sage mal Facharzt für Allgemeinmedizin. Das kommt ja so sperrig rüber. Also früher hätte ich gesagt, so, das ist mein Hausarzt oder das ist der Doktor oder so. Ihr habt ja nun auch 1000 verschiedene Titel, ihr Ärzte. Ja. Ne? Willst du mich mal ein bisschen aufklären? Na, ich kann ja nur für meinen Fachbereich, die Allgemeinmedizin, noch mal was erzählen. Schnack mal, was ist das? Also erstmal muss wieso muss ich Facharzt für Allgemeinmedizin immer sagen? Wir kommen gleich dazu, was du noch sagen kannst, was vielleicht nicht so holprig klingt. Ja, dann mach. So nach dem Studium braucht auch heute der Hausarzt, das ist auch ein Titel, den ich führen darf und am Schild draußen kleben haben darf, 5 Jahre Weiterbildung haben. Früher die Kollegen, die vor 20 Jahren Hausärzte waren, die haben praktischer Arzt dran gehabt am Türschild. Und das waren 2 Jahre, waren die in der Klinik tätig und danach konnten sie sich niederlassen. Und heutzutage ist es eben so, über die Ärztekammern, dass eine Weiterbildung über 5 Jahre nach dem Studium, nach dem Studium ist man Arzt. Und dann geht man in die Fachweiterbildung. Das sind meistens so 5 bis 6 Jahre, je nachdem, was da vorgeschrieben ist. Da muss man gewisse Sachen durchlaufen. In der Klinik dann, ne? Also da erstmal in der Klinik, aber bei uns zum Beispiel, bei uns Allgemeinmedizinern und Hausärzten, auch in der Praxis muss man einen Pflichtanteil machen, aber eben auch in der Klinik. Also da gehst du dann zum niedergelassenen Hausarzt oder sowas, so als, wie nennst du dich denn, Assistenz? Weiterbildungsassistent nennt sich das. Weiterbildungsassistent. Okay. Und da führt man den Titel Arzt. Das ist man nach dem Studium. Gut. Und es ist natürlich dann sinnvoll, in der Klinik anzufangen. So ein bisschen da, wo noch so ein beschützendes Umfeld drumherum ist. Und dadurch läufst du alle Stationen. Also da können wir Allgemeinmediziner, wir müssen
innere Medizin machen, was ganz wichtig ist für unseren Bereich. Dass man mal ordentlich abhorchen kann, die Lunge, die Herztöne kennt, ein EKG lesen kann, mal auf den Bauch ein bisschen drauf rumdrücken und weiß, was Tim wehtut und wann es wehtut, wenn man zu doll gedrückt hat. Warum es wehtut. Dass man Ultraschall zum Beispiel erlernt. Also solche Sachen, also wirkliche Diagnostik, die man so als Hausarzt auch in der Praxis fast täglich braucht, das lernt man, das Handwerkszeug in der Klinik. Dann muss man als Allgemeinmediziner einen Pflichtanteil in der Chirurgie machen. Weil es kann immer mal einer reinkommen, der eine kleine Wunde hat, die genäht werden muss. Wir machen nicht die großen OPs als Allgemeinmediziner. Aber diese kleine Chirurgie, wie sich das nennt, das müssen wir mal machen. So eine Platzwunde am Kopf oder sowas. Also ein bisschen nähen kannst du auch. Ja. Und dann haben wir da einen Pflichtanteil eben, was du gerade sagtest, in der Praxis. Das ist mittlerweile ganz, ganz wichtig, dass man nicht aus dem Krankenhaus, aus dem stationären Betrieb, aus so einem beschützten Umfeld, wo es einen Chefarzt gibt, wo es Oberärzte gibt, die man jederzeit fragen kann, in den niedergelassenen Bereich, in den ambulanten Bereich gehen kann, in eine Praxis, wo man dann nicht mehr so viele Leute hat, die man fragen kann. Aber solange man Weiterbildungsassistent auch in der Praxis ist, hat man einen Weiterbildungsermächtigten, meistens den Praxisinhaber, den älteren Kollegen, der dann einem hilfreich zur Seite steht. Aber auch da macht man ganz normale ärztliche Tätigkeiten, man hat seine Patienten. Aber wenn man Fragen hat, hat man dann noch jemand im Hintergrund, einen Mentor. Und das machst du dann so fünf Jahre? Da muss man fünf Jahre für Allgemeinmedizin zusammensammeln. Und ich habe zum Beispiel noch Psychiatrie gemacht, eine lange Zeit. Ich habe Neurologie gemacht, ich habe Arbeitsmedizin gemacht, ich habe Anästhesie gemacht. Ein Notarzt darf ich auch sein. Da kann man sich in der Allgemeinmedizin, weil die eben so breit gefächert ist, fast alle Felder unter einen Hut steckt fast. So ein bisschen immer. Ne? Wir können nicht alles Allgemeinmediziner, also von den meisten Sachen so ein bisschen. Das ist schon wichtig, dass man so breit gefächert aufgestellt ist. Und deswegen wollte ich da viel für meinen Beruf. Ist das so vom Typ her, wo du sagst, also nur, ich bin jetzt mal rum, nur irgendwie Urologe, also die Blase. Ich hatte mal einen Urologen, das weiß ich, also auch im Fernsehen. Und er hat gesagt, Herr Thiel, die Blase ist meine Leidenschaft. Ich wenn ich es mit der Blase hätte, würde ich zu dem gehen. Also so, ne? Aber ist das für dich, wo du sagst, nee, das ist mir zu eingeschränkt. Also nur Orthopädie ist mir zu langweilig und nur Urologie und nur so, dass du einfach sagst, der Mensch ist bunt und vielfältig. Genau. Und dann gucken wir mal. Also ich sage immer zum Patienten, auch wenn es da mal drauf kommt, ich kann es mir leisten, den ganzen Menschen zu betrachten. Ah. Von Kopf bis Fuß und Körper und Seele. Weil allgemein wirklich alles zusammenfasst. Körper und Geist und nicht, liebe Fachkollegen, seht es mir nach, die Einzelorganmediziner, zum Beispiel ein Kardiologe, der sich aufs Herz spezialisiert hat, ein Nephrologe, der sich auf die Nieren spezialisiert hat, der Urologe auf die Blase. Das ist ganz wichtig, dass es diese Fachleute gibt, die Kollegen, die man dann auch bei speziellen Fragen anrufen kann und mit denen man sich dann austauscht. Das ist ganz, ganz wichtig. Das kann ich nicht in dieser Spezialisierung. Aber ich lasse es mir wirklich den Luxus, muss ich sagen, den ganzen Menschen zu betrachten. Und das finde ich an meinem Fach so interessant. Ja, das verstehe ich. Aber du kennst dann wahrscheinlich auch deine Grenzen, wo du sagst, okay, da muss jetzt ein Kollege ran, der also dessen Leidenschaft die Blase ist, weil der sieht am ganzen Tag nur Blasen und der weiß dann schon. Ja, absolut. Man muss seine Grenzen kennen, aber deswegen haben wir ja auch, wie es so schön heißt, das unselektierte Patientenkollektiv. Ach so. Ich erkläre das mal. Das unselektive, das Patientenkollektiv. Also, das ist so. Da kommt jemand zum Arzt und sagt morgens, ich muss mal zum Arzt. Ich habe da was. Und dann musst du als Allgemeinmediziner, und darin besteht ein Großteil unserer Kunst, erstmal rausfinden, was hat der eigentlich? Ist das was Einfaches, was wir selber behandeln? Ist das eine banale Erkältung? Ist das ein Schnupfen? Hat der mal einen schlechten Tag? Oder ist das wirklich was Kritisches, was Schlimmes, was zum Spezialisten muss, bis hin, dass wirklich in der Sprechstunde, und die muss man dann wirklich rausfiltern, gerade in der allgemeinmedizinischen Sprechstunde, ist das was Lebensbedrohliches. Hatte ich auch schon. Kommt gar nicht so selten vor. Dass du gleich den Rettungswagen dann holst und sagst, wir gehen mal direkt.
Die kommen rein und sagen, nicht, ne? Ich hatte das vor Jahren mal, da kam jemand rein und sagte, seit gestern Abend fühlt sich das so an, als wenn ich meinen dritten Herzinfarkt habe. Es war einer. Ja. Aber erstmal zu dir. Ne? Erstmal zu, das ehrt mich natürlich in dem Vertrauen, aber da wäre natürlich der Rettungsdienst abends vorher anzurufen auch richtig gewesen. Viel richtiger sogar. Aber da muss man so ein Fingerspitzengefühl entwickeln, was hat der Patient, mit welchem Leiden kommt er? Und mitunter sagt er gar nicht, ich habe das und das, eine Erkältung, mir läuft die Nase. Wenn er sagt, mir geht es nicht gut, muss man natürlich so ein bisschen finden, ist es jetzt körperlich, ist es geistig, ist das irgendwas von außen, hat der Chef ihn gestern angemault? Und da braucht man natürlich Körper und Geist, wo man drüber nachdenken muss. Oder eben ist das was Lebensbedrohliches, was dann unmittelbar ins Krankenhaus und behandelt gehört, stationär. Das heißt, du brauchst eine Mischung aus Diagnostik ganz viel, klar. Wahrscheinlich auch Intuition. So, Erfahrung also nenne ich Erfahrung, das. Ne? Erfahrung. So, ne? Wo du einfach sagst, so, da bohre ich jetzt mal ein bisschen weiter, weil mir ist so ein bisschen komisch. Aber ich würde auch sagen, also ich persönlich würde als erstes auch natürlich zum Hausarzt, so, ich nenne ihn einfach so, hingehen und wenn es nicht ganz so dramatisch ist, klar, wenn ich merke, ich kann nicht mehr gucken, dann gehe ich zum Augenarzt, logisch so. Aber ansonsten so bei allgemeinen Geschichten. Also du hast mir mal was erzählt von, wie heißt das, hausarztzentrierte Behandlung. Genau, es gibt in einigen Bundesländern eine hausarztzentrierte Versorgung, so nennt sich das, wo die Leute sich praktisch verpflichten, als allererstes mit sämtlichen Sachen erstmal zum Hausarzt zu gehen, der dann weiter überweist. Andere Länder machen das, zum Beispiel Österreich, weiß ich, dass man da erstmal zum Hausarzt gehen muss, bevor man zu anderen Fachärzten geht. Und hier in Deutschland? Und hier in Deutschland hat man freie Arztwahl, man kann erstmal dahin gehen, wo man möchte. Und das kann auch so ein bisschen ungelenkt sein, weil Rückenschmerz kann vieles sein. Es kann sein, weil das irgendwas auf die Schultern drückt, weil ich eine Last zu tragen habe. Oder weil es eine Bandscheibe ist. Oder vielleicht habe ich mich einfach nur nachts mal verlegen. Und das kriegen wir Allgemeinmediziner auch immer. Also würdest du sagen, es ist gut so, dass man die freie Arztwahl hat? Oder würdest du sagen, nee, lieber so ein System erst zum Hausarzt und danach zum Spezialist? Also ich finde es immer ganz gut, wenn die Fäden an einer Stelle zusammenlaufen. Und das sind wir Hausärzte auch. Genau. Also Hausärzte, Allgemeinmediziner, Arzt für Allgemeinmediziner oder Facharzt für Allgemeinmedizin. Das ist alles ein. Das kann man zusammenfassen, aber das kann am Türschild stehen. Ein Titel davon. Sonst hast du so ein Türschild. Nein, nicht so ein Türschild. Einer von diesen Titeln. Würde ich aber wichtig machen, ne? Ja, unheimlich. Also. Nein, um Gottes Willen. Sowas. Nein, das wollen wir nicht. Nee. Zu viele Titel ist auch drin. Aber das ist alles eins. Das kann an der Tür. Wo dann auch so, dann gehst du zum Röntgenarzt und der schickt dann die ganzen Sachen, die Ergebnisse zu dir. Genau, bei dieser hausarztzentrierten Versorgung oder auch, wenn man hauptsächlich seinen Hausarzt mal erst anruft bei Fragen oder in die Sprechstunde geht, da laufen die Fäden zusammen, der sammelt die Akten, da ist alles und auch wenn man umzieht zum Beispiel, kann man da hingehen als Anlaufstelle und sagen, mach mir einmal die Akte fertig, kopiere mir mal diese wichtigsten Sachen raus. Ich muss mir nicht von 5 Leuten alles zusammensammeln. Okay. Und wir können auch beraten und das ist nicht bestimmen, so wie es früher mal zu Sauerbruchszeiten war, im weißen Kittel hochgeschlossen, Sie gehen jetzt dahin, das mache ich. Sondern eher so im Gespräch, wie wir hier sitzen, finde ich das wichtig, dass man zusammen einen Weg findet, dass man berät, wo man hingeht, was vielleicht jetzt vernünftig ist. Vielleicht kommen auch die Leute in der Verzweiflung zu mir, ich war schon bei dem und dem Spezialisten, da ist gar nichts gefunden worden. Und da muss einer so wie ich da sitzen und sagen, ich denke in mehreren Bereichen der Medizin, das könnte ja auch noch das und das sein. Verstehe. Das ist, und im Idealfall, so wie früher, bei mir, ich bin ja auf dem Land groß geworden, da gab es einen Hausarzt für die ganze Familie. Und ist auch reizend, ne? Weiß ich nicht. Aber dass man auch sagt, pass mal auf, ich kenne ja deinen Vater und ich kenne deine Mutter und ich kenne auch deinen Bruder, so. Und dann geht, wir hatten sogar einen Familienzahnarzt früher, da mussten wir mit der ganzen Familie, die Kleinen kamen zuerst so und die Alten kamen zum Schluss. Und also, naja, also so ein Familienhausarzt, das wäre doch auch klasse. Dann hast du auch ein bisschen Ahnung, was in der Familie so läuft und was da so los ist. Genau, das ist auch, dass die Familienmedizin eine wichtige Sache ist, dass man zum Beispiel innerfamiliär die Beziehungen untereinander, die ganz unterschiedlich gestrickt sein,
die zwischenmenschlichen Beziehungen ganz unterschiedlich in jeder Familie sind, wo Hemmschwellen sind, wo Ressentiments sind, wo man sich zurückhält, weil das kann ich nicht, da kann ich meinen Vater nicht drauf ansprechen, meine Mutter nicht drauf. Oder meinem Sohn geht es nicht gut, aber jetzt ist der Bengel 18. So. Ja? Das kann man auch beim Hausarzt, beim Facharzt für Allgemeinmedizin ansprechen, weil man die Zusammenhänge, vielleicht sind die ja alle in einer Praxis. Und das ist jetzt nicht so, dass man über die einzelnen Krankheitsbilder sprechen kann. Weil das Schweigepflicht. Genau, Schweigepflicht, ja, das ganz wichtig. Auch in der Familie, ne? Aber man kriegt das schon zusammen und dann kann man auch mal vorschlagen, Mensch, das ist ja kein Geheimnis. Meistens, ihr kommt doch beide zu mir, macht euch doch mal einen Termin zusammen, vielleicht sprechen wir mal zu dritt darüber. Genau. Das ist eine ganz wichtige Sache, sowas. Ja, gut. Und wir haben natürlich zu deinem Fachgebiet auch alle... Fachärzte für Allgemeinmedizin heutzutage brauchen auch so die kleine Psychotherapie, brauchen wir das? Müsst ihr das? Müssen wir verpflichtend haben, bevor wir die Prüfung ablegen dürfen. Die kleine Psychotherapie. Ja, das nennt sich psychosomatische Grundversorgung. Ah, ja. Und da lernen wir auch so verbale Interventionen, Gesprächsführung erkennen, was ist kritisch, was kann ich hier noch vor Ort behandeln, wenn gestern ist was passiert. Ja? Der Goldfisch ist geschwommen, der berühmte Goldfisch. Ja. Ja, und dass man den Leuten da zur Seite steht oder eben erkennt, ob das eine Depression ist, ob das ein schwerer Schicksalsschlag war und dann eben weiterschickt. Ja. Dafür brauche ich das. Weil ich weiß, zu meinen Psychologiestudienzeiten, ich habe zum Teil auch mit Medizinern zusammen studiert, da war Psychologie, ja, kann man, muss man aber nicht. Also das war dann so, macht man den Pflichtkram irgendwie, wenn es überhaupt Pflicht war, so Psychologie am Krankenbett so ungefähr, aber viel wichtiger war eigentlich das so faktische, Abbräuchen, so, somatische, das körperliche, genau. So. Mein Lieber, danke dafür. Ganz kurz, bevor ihr den Sack zumacht, weil ihr gerade dabei wart, dann können wir doch noch dazu kommen, Compliance, ne? Das ist ja viel besser, also, dass der Patient mitmacht, wenn ein Gespräch geführt wird. Wenn ich einfach gesagt habe, oh ja, das ist jetzt irgendwie Rücken, 3 Spritzen aus, sondern wenn ein Gespräch geführt wird und der Patient mitmacht. Genau. Also ich denke mal, dass ähnlich, es ist wurscht jetzt, ob Medizin oder Psychologie, es ist 90% ist die Beziehung, die du zu deinem Patienten aufbaust. Genau. Hast du auch gesagt, dass wenn der ehrlich ist, wenn er sagt, der Doktor, der versteht mich, der ist nett und der verarscht mich auch nicht und der hat auch Ahnung, dann öffnet er sich auch und dann kannst du auch besser behandeln. Ich sag immer, wenn er sagt, das ist ein Quatschkopf und der macht sowieso nichts und ich bin 5 Minuten drin und wieder draußen, dann passiert auch nichts. Es gibt Patienten, die brauchen nur eine Krankmeldung, weil sie einen Schnupfen haben und wissen, danach sind sie 3 Tage krank und dann geht es wieder zur Arbeit. Aber ich sage meinen Patienten immer, bitte seien Sie ehrlich zu mir, soweit Ihnen das selber möglich ist. Ich sage, Pastor, können Sie anlügen, der vergibt Ihnen, Arzt anlügen, kann auch gefährlich sein, wenn wir nicht alles zusammentragen, was wir beide wissen und uns austauschen. Als Patient und Arzt. Und das ist mir eine wichtige Sache. Und das darüber auch ein Gespräch zu führen und dem Ganzen ein bisschen auf den Grund zu gehen. Jo. Okay, mein Lieber. Schön. Gut, dass wir drüber geredet haben. Ne? Michael, bis zum nächsten Mal. Jo, gern. So, ihr Lieben, guck mal. Da ist jetzt kaum noch Kuchen übrig. Ja. Da sind wir wieder. Wir haben jetzt das mit Thorsten gesehen. Und jetzt sehen wir wieder Tilly und erzählt. Tilly und erzählt. ich hoffe... Ihr habt jetzt ein paar Informationen bekommen, das ist einfach wichtig, so, damit ihr auch die Angst davor verliert und nicht so durch den Psychotherapie-Dschungel so rumstolpert. Nee. Ich weiß, dadurch, dass ich so doch relativ häufig durch die Medien tobe und Menschen mich dann sehen, die sagen dann oftmals, oh Mensch, der guckt so lieb und der redet so und irgendwie habe ich das Gefühl... Die kennen dich nicht mehr. Da sage ich auch mal, meine Frau, sie sagt immer... Nein, das ist er wirklich. Ja. Also ich verstehe mich nicht, weil das wird mir viel zu anstrengend. Nee, ich bin so, wie ich bin. Aber ich kann es verstehen, das ist was anderes. Wenn man zum Zahnarzt geht oder irgendwie so, dann der soll seine Arbeit machen, dann ist gut. Aber Psychotherapie ist eben zwischenmenschlich. Und da muss die Chemie stimmen und man muss sie verstehen. Auch den Zahnarzt muss man vertrauenswürdig finden. Auch also der, so ist es. Ja. Gut, das war's also für heute, würde ich sagen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann, tschüss.